Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Potluck-Video für euch, beziehungsweise bekommt ihr hier in diesem Video ein paar kleine Einblicke in verschiedene Potlucks. Letzte Woche hatten wir Besuch aus Bayern. Der Tobias vom YouTube-Kanal Tobias Steinhäuser war zu Gast. Früher hieß sein Kanal IOM. Mit dem Tobias habe ich in den letzten Jahren auch schon ganz viele Videos veröffentlicht. Letzte Woche habe ich mit ihm auch meinen ersten Livestream hochgeladen. Hauptthema war An und Ehret, schleimfrei Heilkost. Die Themen gingen dann aber noch ein bisschen mehr in die Breite. War relativ vielfältig aufgestellt, ging allerdings 3 Stunden. Wer Interesse hat für diesen Livestream, ich verlinke ihn oben in den Infokarten. Neben Tobias war auch noch ein gemeinsamer Freund dabei. Und ja, letzte Woche war bei uns so die Potluck-Woche. Wir hatten wirklich 3 Potlucks. Potluck bedeutet ja so viel wie Topfglück, kommt aus dem Englischen. Jeder bringt etwas selbst Zubereitetes mit und bei uns ist es natürlich immer vegane Kost, bevorzugt Rohkost. Jetzt können wir uns ja auch wieder offiziell mit mehreren Leuten treffen. Das heißt, ich kann auch offiziell ein Potluck-Video veröffentlichen. Letzte Woche Mittwoch fand der erste Potluck bei lieben Freunden im Garten statt. Wir hatten auch wieder ein reichhaltiges Rohkostbuffet mit Früchten, Salaten, Gemüse, Dips, verschiedene Rohköstlichkeiten und es wurde auch eine wundervolle rohköstliche Mohntorte zubereitet. Die war wirklich sehr, sehr lecker und ich esse ja kaum noch Torten, die sind mir meist zu dicht, zu mächtig, zu fettig, aber da habe ich mir es wirklich mal schmecken lassen. Also ist auch gerade wundervoll in der Natur. Es ist grün, reichhaltig, das Wetter ist endlich nach diesem viel zu kalten April, viel zu kalten Mai wieder angenehm warm. Ich halte mich total gerne in der Natur auf, natürlich mit Freunden und wenn man dann noch so wunderbar verköstigt wird, ist das wirklich ein Hochgenuss auf verschiedenen Ebenen. Und ich bemerke immer wieder, so ein tolles Rohkostbuffet ist wirklich fantastisch und es mundet auch gut. Aber das Schönste ist, mit Gleichgesinnten zusammen zu sein, sich verbunden zu fühlen, miteinander zu lachen, miteinander so auf einer Wellenlänge zu sein und sich einfach wohl zu fühlen und einfach so, dass man so angenommen wird, wie man ist. Das habe ich in den letzten Jahren sehr, sehr schätzen gelernt. Letzte Woche Samstag haben wir wieder die liebe Fanny besucht. Sie hatte auch einen YouTube-Kanal, Fit mit Fanny. Ich hoffe, dass ich jetzt den Namen hier richtig gemerkt habe. Ich verlinke den Kanal oben in den Infokarten. Mit Fanny habe ich auch schon einige Videos gemacht und die haben ja so einen ganz tollen Selbstversorgergarten. Habe ich, glaube ich, letztes Jahr auch ein Video veröffentlicht. Und bei ihr fand wieder ein Potluck statt. Und da habe ich aber mal mit der Kamera mitgefilmt und das seht ihr jetzt. Heute gestalten wir wieder einen wunderbaren Rohkost-Potluck in Thüringen, genauer gesagt in Obertrebra. Und ich gehe jetzt mal mit meiner Kamera darüber und zeige euch, was wir heute für Rohköstlichkeiten auf unserem Tischlein deck dich haben. Oh. Das sind zum Beispiel rohköstliche Gemüsespieße, bestehen aus Champignons, Zucchini und Paprika und die werden mariniert mit Olivenöl, Sojasauce, Knoblauch, Paprika edelsüß und getrockneten Kräutern und das Ganze wird dann noch einige Stunden gedörrt. Dann haben wir hier einen Blumenkohlreis. Fanny, was ist denn da noch so drin? Auf alle Fälle getrocknete Blüten, Kornblüten sehe ich, Kornblumen. Und dann Petersilienbusch aus dem Garten, dann Salz, Pfeffer, Chili, Rauchpaprika und Schabzigerklee. Dann wieder hier dein leckeres Eiweißbrot, beziehungsweise hast du da so ein bisschen kleine Brötchen geformt. Da hast du jetzt auch auf deinem YouTube-Kanal ein Rezeptvideo dazu, das werde ich auch gleich oben in den Infokarten verlinken. Genau, das ist mit Mandeln, Leinsamen, Kürbiskern und ein paar Gewürzen wie Salz, Boxhornklee, Rauchpaprika, Schabzigerklee und Curry habe ich diesmal dran. Die sind wirklich sehr, sehr lecker, wirklich empfehlenswert. Die habe ich auch schon mindestens 2-mal zubereitet. Dann hat die Fanny auch noch 2 leckere Dips dazu hier vorne. Ich glaube, das ist Tzatziki. Genau, das ist mit fermentiertem Cashewjoghurt, Leinöl, Limettensaft, Salz, Pfeffer, dann frische Dill, frische Melisse, Gurke und Knoblauch. Und dann gibt es noch einen rötlichen Dip. Das ist ein Barbecue-Dip mit Tomaten, Paprikas, Erdnussmus, Salz, Pfeffer, Knobi, Kumin, Paprika, Pulver und Senf. Hast du die Dips oder überhaupt Dips auch in deinem Buch? Ja, die sind beide in meinem Genau, Buch. Da werde ich dann auch Fannys Webseite unten die verlinken. Sind alle im Buch. Genau, werde ich alles unten verlinken, wer da Interesse an diesen Rezepten hat. Dann geht es weiter mit Mikrogrün. Da haben wir hier Brokkoli und hier Alfalfa.
Dann gibt es leckere kleine Tomaten. Dann frutarische Burger. Das ist ein Rezept von dem lieben Tobias vom YouTube-Kanal Tobias Steinhäuser. Der steht jetzt auch hier gerade neben mir und filmt mit. Diese frutarischen Burger bestehen einfach nur aus Gurke, Tomate, Mango, schöne reife Mango. Bei einigen frutarischen Burgern ist auch noch Dattel dabei. Das sind die Sukari Soft Datteln. Wirklich auch eine sehr, sehr leckere Dattelsorte und Basilikum. Weiter geht's. Die Fanny hat auch noch ein bisschen rohes Gemüse geschnippelt. Möhren, Paprika, noch ein bisschen Tomate und Gurke. Geht's weiter zur zweiten Bank. Hier ist kleiner geschnittener Koriander. Dazu gibt es noch Frühlingszwiebeln, auch kleiner geschnitten. Und das passt fantastisch hier zu diesem fruchtigen Salat. Tobias, was ist da drin? Mango? Papaya. Zuckermelone, Feldsalat. Genau, und so ein Maracuja-Dressing, Kiwi. Ja. Das hatten wir kürzlich schon bei einem Potluck. Es schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Und Limette ist noch Limette, dran. Ah, Limette ist noch dran. Und das passt, also wirklich Koriander zu diesem fruchtigen Salat. Das schmeckt wirklich fantastisch und ist auch schleimfrei. Weiter geht's hier mit echter Schokolade. Das sind Kakaobohnen. Also ungesüßt, aber wenn man Kakao mag und es auch ein bisschen herber mag, dann ist das mal ein guter Snack für zwischendurch, der auch wach macht. Dann haben wir wieder ein leckeres Nougat von der Fanny. Besteht nur aus 4 Zutaten, Fanny? Genau. Haselnussmus, Kakaobutter, Jakonsirup und Karot. Das Rezept hast du ja auch schon für meinen YouTube-Kanal zubereitet. Das werde ich auch oben in den Infokarten verlinken. Ein sehr einfaches und sehr leckeres und gesundes Nougat-Rezept. Weiter geht's mit Energiebällchen, das ist so eine Art Brownie-Stil vom lieben Joachim, aber der ist jetzt gerade gar nicht greifbar. Ich schätze mal Kakao, Mandeln, Datteln, vielleicht noch Zimt. Also soll sehr lecker sein. Das hat er auch schon beim letzten Potluck mitgehabt, da habe ich leider nicht probiert. Weiter geht's mit Fanny Rüblikuchen. Genau, Rüblikuchen, also rubigane Karottenkuchen. Habe ich sonst immer zu Ostern gemacht, aber... Ist es auch in deinem Rezept? Ja, ist alles drin und da habe ich auch ein Video auf dem Kanal schon. Hast du auch, genau, da werde ich das Video auch oben verlinken. Genau. Und wie gesagt, unter dem Video findet ihr die Webseite. Fanny, dein Buch besteht eigentlich aus 2 Teilen, Band 1, Band 2, genau, kann man sagen. Und ein E-Book, da gibt es ja noch Rabatt. Genau, also ich werde euch das alles verlinken, das richtige Buch und auch ein E-Book, da kriegt ihr auch einen kleinen Rabatt beim E-Book. Werde ich euch alles verlinken. Dann haben wir noch eine kleine Süßigkeit, ganz einfacher Schokoladenersatz, einfach Sukari Soft Datteln mit einer Kakaobohne. In der Mitte. Dann gibt es noch was Fruchtiges, eine halbe Zuckermelone und ganz leckere Blattpfirsiche. Die bestelle ich aktuell fast jede Woche bei Delicato 48. Hatte ich auch schon in einigen Videos erwähnt. Könnt ihr gerne mal bei Delicato 48 vorbeischauen. Da bestelle ich zum Beispiel auch Stangensellerie, Zitronen, kleine Tomaten. Hat auch immer ein ganz gutes Angebot. Reifes Obst aus Spanien. So, das war's. Und jetzt werden wir uns gut verköstigen. Einen Tag später fand bei mir zu Hause der nächste Potluck statt. Eine gemeinsame Freundin hat ihren Geburtstag nachgefeiert. Das haben wir bei mir gemacht. Da gab es auch ein wundervolles Rohkostbuffet und dazu aber gebackenes Gemüse im Sinne der schleimfreien Heilkost. Gab es auch einen großen grünen Salat und dazu eben das gebackene Gemüse. Und da war ich auch mit der Kamera dabei und das zeige ich euch jetzt. Ein kleiner Überblick über unser heutiges Vitalkostbuffet. Ja. Wir haben ein bisschen was Süßes, eine rohköstliche Torte von der Fanny. Fanny, was ist denn da drin? Was ist denn das für eine Torte? Das ist diesmal etwas Tropisches. Also Boden ist aus Mandeln, Kürbiskernen, ein bisschen Zimt und Datteln. Und in der Füllung ist Orange, Mango, Granatapfelkernen, Maracujas und Kokosnuss verarbeitet. Klingt auf alle Fälle lecker. Dann sind hier gefüllte Datteln, das sind glaube ich Sukari Soft Datteln, die sind einfach nur mit Kokosmus und Vanille gefüllt. Joachim, deine Schokobällchen, Kakao, Datteln, Mandeln, noch was? Oder? Ein Tick Wasser noch, weil bisschen Wasser. Die Datteln so trocken sind meistens, dann muss man ein bisschen Wasser reinmachen, dann kann man sie besser formen. Die sind auf alle Fälle lecker, hatten wir ja gestern schon beim Potluck. Gibt es ein paar getrocknete Sonnenblumenkernsprossen, Brokkolisprossen, Buchweizensprossen, frutarische Burger aus Gurke, Tomate, Mango. Bei einigen sind getrocknete Tomatenstücken drauf, bei anderen Dattelstücke und Basilikum.
Dann nochmal Gurkenscheiben. Darauf befindet sich Happy Cashew, ein veganer fermentierter Käse aus Cashewnüssen, die Sorte Tomate Salbei. Und darauf sind dann verschiedene Sprossen, Kresse und Brokkoli. Hier ist ein herzhafter Snack, gedörrt aus jungem Kokosnussfleisch. Das wird mariniert in Sojasauce, Paprikapulver, Knoblauch und wird dann trocken gedörrt. Das ist Rettich-Grünkraut. Dann haben wir wieder einen wunderbaren Blumenkohl-Couscous aus Blumenkohl. Genau. Ein bisschen Dill und Petersilie habe ich diesmal dran. Knoblauch, Schabziger Klee, Kumin und Paprikapulver. Dann haben wir eine riesige Portion Salat. Tobias, kriegst du das noch zusammen? Okay, also da ist Blattsalat, nee, Kopfsalat drin, Spirulina, Avocado, Gurke, Pastinake, Sesam, Kürbiskerne, Brombeer, Bärenpulver von mir. Bärenpulver aus verschiedenen Beeren, von Lebenskraft pur, genau. Und dann ganz viele Kräuter von Fanny aus dem Garten. Basilikum, was man da noch dabei? Rucola. Oregano. Genau. Ja. Und dazu gibt es dann noch gebackenes Gemüse. Das filme ich dann später mal noch dazu. Das befindet sich noch im Ofen. Ja. Und Orange ist noch als Dressing hier, drin. Hier, Orangen. Und hier ist auch noch, oder ist es das? Zitrone, ja. Dieser genau. Orangen-Zitronensaft als Dressing. Weiter geht's mit Dips von Fanny. Haben wir hier wieder so ein Barbecue-Dip? Genau, es ist wieder mit Tomaten, Paprika, Knoblauch, Salz, Pfeffer, auch Paprika, Erdnussmus, Kumin, Senf. Und hier dein leckerer Erdnuss-Senf-Dip. Genau. Mit Schnittlauch noch, ne? Und ein bisschen Kokoswasser. Dann noch ein paar Tomaten. Dann haben wir noch Gurken, wieder Fannys Eiweißbrot zu Brötchen geformt. Genau. Wieder mit Mandeln, Leinsaat, Kürbiskern, Salz, Schabziger Klee, Currypulver, Boxhornklee, Rauchpaprika. Hier noch ein bisschen kleingeschnittenes Gemüse, Paprika, Möhren, Sellerie und Tomaten. Hier noch eine ganze Zuckermelone und hier auch ein Salat. Mit Tomate, Gurke, Kohlrabi, Avocado, Schnittlauch, Salz, Pfeffer. Gebackenes Gemüse ist noch in der Küche, das filme ich dann noch ab. Und wir haben auch noch etwas Süßes zur Abkühlung, das ist noch im Tiefkühlfach. Da kommt dann auch noch später noch ein paar Bilder dazu. Das ist das gebackene Gemüse, das erste Blech mit Tobias ist Kürbis und violette Möhre. Ja. Und dann noch ein großes Blech voll grüner Spargel. Alles habt ihr im Ofen gebacken. Habt ihr noch irgendwas dran? Salz, Öl? Oder weiß ich nicht. Markus, ist da noch was dran? Ist da noch was dran am Blech? Hast du noch was dran? Salz, Öl? Ich hatte nur noch hinten auf die Stangen vom Spargel ganz wenig Olivenöl, damit das ein bisschen durchzieht, aber soft blame. Ja, ganz wenig Olivenöl. Ganz wenig auf Ende Olivenöl. Von den Stängeln. Wir haben den großen Salat jetzt mal umgerührt, so sieht das Ganze dann aus. Das sieht man schon, ja, die Vielfalt des Salates. Sonst klappt es nicht. Erdbeeren haben wir jetzt auch noch auf dem Tisch stehen. So wie auch. Jetzt gibt es noch ein kühles Dessert. Leckeres veganes Eis aus nur 4 Zutaten. Die Basis sind Cashewnüsse, mit Datteln gesüßt und dann gibt es eben noch die jeweiligen Zutaten. Das sind zum Beispiel Vanille ist hier noch dabei. Das ist ein Vanilleeis, ein dunkles Schokoladeneis, ein Haselnuss-Schokoeis und ein eissalziger Erdnuss. Ach, Mandel ist hier noch dabei. Genau, Mandel. Also ich bin sehr gespannt. Ich werde das Eis dann auch nochmal zeigen, wenn wir die Packung aufgemacht haben und das muss jetzt noch ein bisschen antauen und dann filme ich noch mal kurz drüber. Hier seht ihr die Eissorten. Wir haben jetzt mal die Deckel aufgemacht. Das muss jetzt alles noch ein bisschen antauen und dazu gibt es eine fantastische rohvegane Kokossahne aus Kokosraspel. Was war da noch? Kokosraspel? Genau, eingeweicht mit dem Einweichwasser, dann noch Kokosöl und Sonnenblumenzucker. Ah ja, und Datteln, ne? So ein bisschen zum Süßen, genau, das gibt es dann hier zum Eis. Es war eine wundervolle Woche. Ich habe die Gemeinschaftswoche mit den Freunden hier zu Hause, aber auch mit den Besuchen bei anderen sehr, sehr genossen. Da zehre ich wirklich immer lange davon. Und auch wenn man sich nicht regelmäßig häufig sieht, ist man ja doch auch miteinander verbunden. Und auch in der heutigen digitalen Zeit kann man sich ja auch Sprachnachrichten schicken und miteinander zoomen und Textnachrichten schreiben. Und es ist doch irgendwie immer miteinander verbunden. Ihr habt also gesehen, es war eine sehr reichhaltige Woche. Diese Woche geht es für mich auf alle Fälle mit einfacher Kost
schleimarm, schleimfreier Kost weiter. Ich bin ja eher so eine Verfechterin von der ganz einfachen Kost, Monokost oder wenig mischen, sehr wasserhaltig und nährstoffreich. Ich meine, so ein Rohkostpotluck ist ja natürlich auch schön bunt und frisch, aber das hat es immer so an sich, wenn man dann so ein großes Buffet hat mit einer großen Auswahl, da möchte man natürlich auch alles probieren und ist auch ein bisschen mehr durcheinander. Die Lebensmittelkombinationen sind vielleicht auch nicht immer so optimal. Man isst ein bisschen mehr und andere Kombinationen als im Alltag. So geht es mir zumindest. Aber ich weiß ja, ich kann jetzt die Woche wieder einfacher essen, vielleicht auch mal einen Fastentag einschieben. Dann pegelt sich der Körper und die Leichtigkeit dann auch wieder ein. Ich möchte euch mit diesem Video inspirieren, mehr Rohkost in eure Ernährung zu integrieren oder auch so kleine Potlucks mit Freunden oder Familie zu veranstalten, am besten auch irgendwo in der Natur, im Garten und nach dem Essen einen langen Spaziergang machen. Also frische Kost genießen, Geselligkeit, Gemeinschaft genießen, die Natur genießen, euch bewegen und gut auf eure Gesundheit, auf euer Wohlbefinden zu achten. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Bis ganz bald.